Meine Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Gerade weil dir die Gedanken, von denen du denkst, dass du sie denkst, als Bilder erscheinen, erkennst du sie nicht als nichts. Du denkst, dass du sie denkst, und deshalb denkst du, dass du sie siehst. So wurde dein Sehen gemacht. Das ist die Funktion, die du den Augen deines Körpers gegeben hast. Es ist nicht Sehen, es ist Bildermachen. Es nimmt den Platz des Sehens ein, indem es die Schau durch Illusionen ersetzt. Hallo, du Bildermacher. Wie kann man das verstehen? Schließe mal deine Augen und denke mal an deinen Vater. Du hast sofort ein Bild. An deine Mutter. Du hast sofort ein Bild. In deinem Geist. Und denke mal an das Meer, an die Palmen. Denke mal an deine Wohnung, an dein Haus. Denke an dein Auto. Denke an die Sterne, an die Sonne, an den Mond. Du hast Bilder in deinem Geist. Und das ist nicht Sehen. Es ist das, wenn wir etwas glauben zu sehen, ist es das Wahrmachen unserer Bilder. Alles ist in unserem Geist. Sogar vom Coronavirus haben wir uns ein Bild gemacht. Denke an den Coronavirus. Du hast sofort ein Bild in deinem Geist. Es wird medial so sehr verbreitet, dass wir glauben, dieses Bild ist real. Dieser Virus ist real. Die Welt ist real. Das Meer ist real. Und wir sehen nicht, wir übertragen unsere Bilder auf eine leere Leinwand. Wir übertragen unsere Gedanken, Bilder auf eine leere Leinwand. Das nennen wir nicht sehen, sondern Illusionen machen. Und wir verdecken dadurch die wahre Schau. Wir sehen nicht, was durch den Baum in Wirklichkeit hindurch scheint. Wir sehen nicht, was durch das Meer, durch die Sonne, durch den Coronavirus, durch das Haus, durch das Auto hindurch scheint. Wir sind Bildermacher. Wir sehen nur unsere Bilder. Wir sehen dort, wir übertragen dorthin unsere Gedanken, wo in Wahrheit Liebe ist. Liebe, ja, wir sprechen von Liebe. Und nicht von der Liebe, die heute da ist und morgen wieder verschwunden, sondern von der alles durchdringenden Liebe, die in jedem Augenblick für jeden überall verfügbar ist. Und wir glauben zu sehen. Du denkst, dass du die Bilder, dass du den Gedanken denkst und deshalb denkst du, dass du sie siehst. Du denkst, dass du die Bilder siehst, aber sie sind in deinem Geist. Und was hier geschieht, wir löschen die Bilder. Und zur Erinnerung, nicht du tust es. Deine Aufgabe ist es, die Bilder hervorzuholen und zu sagen, diese will ich nicht mehr. Ich brauche diese Bilder nicht mehr von meinen Eltern. Ich brauche das Bild nicht mehr von meinem Vater, als er sich so und so verhalten hat. Diese Erinnerung. Ich brauche die Vergangenheit nicht mehr. Und so lassen wir alle Bilder löschen durch unseren inneren Führer, durch den inneren Therapeuten und Heiler, den Heiligen Geist. In Wirklichkeit willst du kein Bild, kein einziges. Du willst nicht das Bild der Sonne. Du willst auch nicht das Bild des Meeres oder das Bild deiner Wohnung oder deines Autos oder deines Partners oder deiner Eltern. Diese Bilder willst du gar nicht. Denn die versetzen dich in Angst.
Sie machen dir Angst. Du hast etwas Vergängliches gemacht und das Vergängliche versetzt dich in Angst. Und wie leicht ist es doch, das Vergängliche, die Illusion, die Lüge aus seinem Geist entfernen zu lassen, wenn wir die Übungen einhalten, wenn wir den Heiligen Geist bitten, dieses Bild aus meinem Geist zu entfernen. Denn Gott hat offensichtlich diese vergänglichen Dinge nicht gemacht und deshalb versetzen sie uns in Angst. Und das ist damit gemeint, die Angst hast du gemacht. Das Vergängliche versetzt dich in Angst. Das Vergängliche in jeder Form. Denn das Vergängliche, wie du schon weißt, wird sterben. Und Tod ist abnormal. Tod ist nicht natürlich. Wir glauben, es ist ein natürlicher Vorgang. Es ist unnatürlich zu sterben. Und deshalb versetzt sich natürlich auch der Tod in Angst. Und wir befinden uns hier nicht in der Sterbevorbereitung, Leben, sondern wir übernehmen hier mit dem Körper die einzige sinnvolle Aufgabe, aus diesem Traum zu erwachen, unsere Bilder zu erlösen, sie nicht mehr zu wollen, kein einziges mehr. Und wir müssen verstehen, dass dich jedes Bild in Angst versetzt. Schau dir deinen Partner an. Dieses Bild versetzt dich in Angst. Schau dir deine Kinder an. Dieses Bild versetzt dich in Angst. Ja, nein, ich liebe sie doch. Nein, du hast Angst. Hast du Angst, dass sie sterben? Ja. Hast du Angst, dass sie sich verändern? Ja. Du hast Angst, wenn du irgendetwas betrachtest. Egal, was du gemacht hast. Deine Bilder versetzen dich in Angst und Schrecken. Es ist dein Horrorfilm. Das haben wir gestern angeschaut. Eine Prozession des Leidens. Und das haben wir die letzten 14 Tage angeschaut. Mache es dir ganz klar, dass du dieses nicht mehr willst. Dieser einführende Leitgedanke zum Vorgang des Bildermachens, den du Sehen nennst, wird nicht viel Bedeutung für dich haben. Du wirst ihn zu verstehen beginnen, wenn du kleine Lichtränder um die gleichen vertrauten Objekte, die du jetzt siehst, erblickt hast. Das ist der Anfang wirklicher Schau. Du kannst sicher sein, dass die wirkliche Schau schnell kommen wird, wenn dies geschehen ist. Und jetzt setz dich nicht hin und versuch mühsam kleine Lichtränder zu sehen irgendwo. Das ist ganz normal, dass wenn du länger irgendwo hinschaust, dass du etwas leuchten siehst oder dass sich etwas verändert. Mach das nicht mühevoll. Mach das nicht zu deinem Ritual, ich muss jetzt Lichtränder sehen. Ich habe das früher gemacht, ich muss schnell die Aura sehen lernen und habe dann die dementsprechenden Bücher und Dinge konsumiert. Nein, das wird dir gegeben, die Schau wird dir gegeben durch das, was dir indem du die Lektion praktizierst und dir klar wird, was du gemacht hast. Denn überall, wo uns klar wird, was ich gemacht habe, überall dorthin richten wir das Licht des Bewusstseins. Und da, wo das Licht des Bewusstseins ausgerichtet ist, da verschwindet das Bild tatsächlich. Im weiteren Verlauf ist es möglich, dass du viele Lichtepisoden erlebst. Möglicherweise nehmen wir viele verschiedene Formen an, nehmen sie viele verschiedene Formen an, einige von ihnen ganz unerwartete. Hab keine Angst davor.
Sie sind ein Zeichen dafür, dass du deine Augen endlich öffnest. Sie werden nicht andauern, denn sie sind lediglich Symbole für die wahre Wahrnehmung, haben aber mit Erkenntnis nichts zu tun. Diese Übungen werden dir die Erkenntnis nicht offenbaren, aber sie bereiten ihr den Weg. Ja, und viele bleiben dort auch wieder stecken. Sie haben Lichtepisoden gesehen und deshalb wüssten sie etwas. Und dann geht es aber auch wieder vorbei und schon fallen sie auch wieder auf ihre eigenen Lügen herein und glauben, etwas Besonderes zu wissen, was die anderen noch nicht wissen. Das Ego versucht immer, dich vom Weg abzubringen, auch durch besondere Lichtexplosionen. Falle nicht darauf hinein. Geh einfach weiter und sei nicht traurig, wenn es verschwindet oder sich verändert. Wenn du den heutigen Leitgedanken übst, wiederhole ihn zunächst für dich und wende ihn dann auf alles an, was du gerade um dich herum siehst, indem du es beim Namen nennst und deine Augen darauf ruhen lässt, während du sagst, dieses Auto ist ein Bild, das ich gemacht habe. Dieses Fahrrad, dieses Haus, diese Beziehung, dieses Kind, nenne es beim Namen. Es sind alles Bilder, die du gemacht hast. Was soll das bringen, wirst du dich fragen? Warte ab. Dieses Smartphone ist ein Bild, das ich gemacht habe. Dieser Computer ist ein Bild und so weiter. Und auch dein Chef. Und alles, was dir begegnet, sind alles Bilder, Gedankenbilder, die du gemacht hast und auf die du hereingefallen bist, weil du glaubst, sie sind real. Es ist eine Illusion, auf eine leere Leinwand geschrieben. Es ist nicht nötig, eine große Anzahl bestimmter Gegenstände für die Anwendung des heutigen Leitgedankens heranzuziehen. Es ist jedoch notwendig, jeden Gegenstand so lange anzuschauen, wie du den Gedanken für dich wiederholst. Der Gedanke sollte jedes Mal ganz langsam wiederholt werden. Auch wenn du offensichtlich den Gedanken während der Übungszeit, für die etwa eine Minute empfohlen wird, nicht auf sehr viele Dinge anwenden kannst, versuche die Auswahl so sorgfältig wie möglich zu treffen. Wenn es dir unbehaglich dabei wird, reicht auch weniger als eine Minute für die Übungszeiten aus. Geh nicht über drei Anwendungen hinaus, es sei denn, du fühlst dich vollkommen wohl dabei und überschreite vier nicht. Allerdings kann der Gedanke angewendet werden, wann immer es tagsüber nötig wird. Ja, und schau mal, wie sanft du angeleitet wirst. Ja, Jesus weiß sehr genau, er kennt dich sehr genau. Hey, wenn du dich unbehaglich fühlst, dann kannst du auch weniger als eine Minute diese Übung praktizieren. Und wenn du dich gut dabei fühlst, kannst du das auch länger ausdehnen. Es ist wichtig, dass du es tust. Was sollen 3 bis 4 Übungszeiten pro Minute überhaupt bringen? Es werden noch mehr Übungszeiten kommen, die länger und intensiver werden. Dies ist eine Vorbereitung dahin. Es ist eine Vorbereitung auf dein neues Jahr, auf dein Klassenzimmer. Es ist die Vorbereitung auf deinen Stoff, den du zu lernen hast. Deshalb halte das einfach ein. Praktiziere das. Es ist ein großartiges Geschenk. Und was soll es dir bringen, wenn dir klar wird, ja gut, das ist dieser Gedanke, dieses Auto ist ein Bild, das ich gemacht habe. Wir werden uns bewusst darüber, was wir gemacht haben. Hey, was? Dieser See ist ein Bild, das ich gemacht habe, steht hier. Diese Sonne ist ein Bild, das ich gemacht habe,
Das verstehe ich nicht. Ja, natürlich verstehst du das nicht. Deshalb sind wir ja hier, um es zu lernen. Ja, aber das kann doch nicht sein. Doch, es kann sein, denn es ist ein universeller Lehrplan, der dir hier gereicht wird. Und viele geben an diesem Punkt auf oder lassen sich verwirren oder sie glauben, das ist zu viel, was hier verlangt wird. Was? Mein Kind ist ein Bild, das ich gemacht habe? Ja, aber, was aber? Lass dich doch mal überraschen, was hinter dem Bild hindurchscheinen will. Welches wunderbare Licht sich in Wahrheit durch dein Kind in deinem Geist erfüllen will. Werde dir einfach heute bewusst, was du gemacht hast. Dieser Krieg ist ein Bild, das ich gemacht habe. Dieser Coronavirus, dieser Impfzwang oder Nicht-Impfzwang ist ein Bild. Ja, du bist die lebendige Bildzeitung und siehst jeden Tag deine Bilder. Du siehst jeden Tag deinen Ausdruck deines Geistes. Ist es nicht eine herrliche Botschaft? In welchem Buch oder in welchem Lehrgang oder in welchem Seminar hast du das schon gehört? Wer hat dir das schon gesagt? Hier hast du es. Hier beginnt dein neues Lernen. Hier wird dir ein Lernstoff gereicht, den du bisher noch nicht angefasst hast, vielleicht noch nicht angefasst hast. Hey, sei dankbar. Klasse, hier gibt's wirklich was zu lernen. Ich will nicht mehr das Bild verändern, sondern ich möchte mir einfach nur noch klar werden, es ist ein Bild, das ich gemacht habe. Ich möchte fast sagen, Halleluja. Wie fühlt es sich an, wenn du das hörst? Kannst du die Erleichterung darin fühlen? Ich glaube, es erleichtert dich, wenn du wirklich hinfühlst, nicht intellektuell. Intellektuell kommst du da überhaupt nicht hinterher. Der Verstand kollabiert, der kann das nicht begreifen. Aber fühle die Bananen, der Apfel, das Obst, das ganze Essen. Das Junkfood, das Gute wie das Schlechte, was du als gut und schlecht siehst, sind Bilder, die du gemacht hast. Danke für dein Lauschen und danke für dein heutiges Bewusstwerden und danke für diesen Quantensprung, den du heute in die Welt bringst. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser.